Und damit herzlich willkommen zurück zu Everspace und es geht direkt los. So. Achso, ich sollte vielleicht mal scannen. Wir sind jetzt in einem neuen Run. Run Nummer 2, nachdem wir den ersten ja grandios versiebt haben. Warum sage ich eigentlich wir? Ich weiß es gar nicht. Nachdem ich den ersten Run grandios versiebt habe, und zwar so grandios. Naja. Durch so einen beschissenen Zusammenstoß. Wow. Oh, geil. Huch. 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 Muss ich erstmal wieder dran gewöhnen. Ist jetzt wieder ein Tag her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Slows down time for a few seconds. Brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt will ich aber mal kurz gucken. Wir haben jetzt hier irgendwas eingesammelt. Hull Enhancer. Passive Device reduces all damage dealt to your Hull. Krass. Wir kriegen jetzt einfach mal durch das Ding, das wir gerade eingesammelt haben, kriegen wir jetzt einfach mal 20% weniger Hüllendamage. Ich weiß aber nicht, was Energy Allocation heißt. Vielleicht Energieverbrauch? Nee, Allocation? Ich weiß es gar nicht. So gut kann ich leider kein Englisch. Also nicht so gut. Also, ne, ist schon ganz okay, ganz passabel mein Englisch, ne? Oh, Alter. Ah, boah, ich muss mich ja echt wieder dran gewöhnen. Voll strange, dass es nicht mal 24 Stunden her ist. Und trotzdem spiele ich hier, als hätte ich das Spiel gerade zum ersten Mal in der Hand. So. Ich hoffe, vom Ton her ist alles okay. Sollte aber passen, ne? Wisst ihr Bescheid. So. Und ich werde natürlich auch, ich muss es nochmal dazu sagen, ich habe es das letzte Mal schon mal erwähnt, ich werde auf jeden Fall die ersten paar Runs und jetzt auch den Run wahrscheinlich wieder grandios verkacken, aber ich muss auf jeden Fall mal, ach du Scheiße. Ich muss auf jeden Fall mal ein paar Sachen, nein, was? Stopp, halt, was? Warum habe ich jetzt einen Energy Boost an? So viel zum Thema verkacken. Ich wollte F drücken. Ich habe R gedrückt, ich Idiot. What? Discharge the ship's remaining energy to create a radial blast around it. The damage output depends on the available energy. Oh, das heißt, wir können so einen Blast um unser Schiff erzeugen, aber ich glaube, das ist echt nur für... Ja, es ist einmal Close Combat, weil es nur 800 Meter ist und es ist, glaube ich, nur, wenn wir echt... Ja, steht ja Available Energy, das heißt Remaining Energy. Ja, wahrscheinlich verlieren wir dann die komplette Energie, das ist nicht so geil. Ich glaube, ich bleibe mal beim Energy Boost und beim Hull Enhancer, aber das können wir bestimmt irgendwie gut auseinandernehmen. Ja, 4 Scrap, 2 Plasma ist okay. So, Subroutine Jump Drive. Ja, wir werden hier gerade mit Devices zugeschissen, das gibt's ja gar nicht. Saves up to 50% of fuel when jumping, but increases the jump charge duration in cooldown. Alter. Wir verbrauchen bis zu 50% weniger Fuel, das brauche ich. Und das tausche ich mal mit dem Ding, mit dem Energized Boost. Das haben wir ja gerade gesehen, diesen Boost, aber den brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Der ist zum Entkommen, ist der ganz nett, aber ganz ehrlich, ich verbrauche mal lieber weniger Fuel, das ist mir ein bisschen wichtiger. Und die Schilde werde ich definitiv niemals eintauschen, was man ja auch machen könnte. Ich meine, man muss ja gar nicht mit Schilden spielen, man kann ja die Schilde tatsächlich einfach rausnehmen, weil die ja einfach nur ein normales Device sind. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Wobei, ich meine, wenn man jetzt ein Schiff hat, wenn man jetzt richtig viel auf Hülle geskillt hat und auch ein paar Devices hat, die die Hülle verstärken, könnte man theoretisch ohne Schilde spielen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Oh, nee. Und das sind Terrain-Container, die kann ich nicht aufnehmen, dann müsste ich gegen die Terraner kämpfen. Und das will ich eigentlich nicht machen. Weil die sind mir dann doch ein bisschen zu hart jetzt direkt fürs erste System. Und ich habe ja irgendwann in einer der letzten Folgen gesagt, ich glaube, es ist besser mit der Gatling Gun abzubauen, aber ich glaube, es macht tatsächlich gar keinen Unterschied. Ich glaube, Moment mal, das sind noch Gegner. Oh, Alien Fighter, hallo. Ist mir auch schon aufgefallen, wenn man sich eine gewisse Zeit im System aufhält, kann es sein, ach du Scheiße, kann es sein, dass nochmal Dings dazukommen, nochmal Gegner dazukommen, die vorher nicht da waren. Ach du Scheiße, das nochmal, ah ne, das ist ein Terran Fighter, okay. Ich dachte gerade, das sind noch mehr Gegner. Na komm, nice.
Geil! Ein bisschen was gegen die Hülle gekriegt, aber das macht ja gar nichts. Wo sind jetzt die... Bin ich ganz blöd? Was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Ach, Terran Mining Drone. Alter, ich bin maximal verwirrt gerade. Verwirrt. Und wir haben einen Energy Injector gefunden, aber ich glaube, der ist beschissen. Der ist beschissen. Ja, der kann weg. Der würde uns kurzzeitig Energie dazugeben, aber... Brauchen wir nicht. So, und ab ins nächste System. Ich bin echt mal gespannt, ob ich es mal schaffe, ein bisschen weiterzukommen, als immer nur, naja, Sektor 2. Aber es sind halt wirklich immer so dumme Sachen, an denen ich krepiere. Ich meine, das letzte Mal hatten wir es ja relativ gut gesehen. Da war dann halt einfach mal der Flügel eines feindlichen Schiffs im Weg und dann Insta-Death. Das ist halt schon krass. So, einmal scannen. Wir haben 3 Outlaw-Scouts. Oh, das ist gar nicht wenig. Die haben mich auch schon gesehen. Oh, well. So, da waren es nur noch 2. Und das muss man den Gegnern hier übrigens auch sehr zugute halten. Also der KI sehr zugute halten. Auch wenn wir die jetzt gerade relativ gut wegsägen. Die sind richtig herausfordernd zum Teil. Also das ist... Klar, wenn man es mal raus hat, gegen diese Outlaws zu kämpfen. Kleiner Spoiler, ich habe es eigentlich nicht raus. Ich habe bloß gerade, glaube ich, ein bisschen mehr Glück. Ach, wobei, eigentlich geht's. Ich meine, wir haben gar keinen Schaden gekriegt. Na gut. Okay, vielleicht habe ich es ja doch raus. Ich nehme es zurück. Ich sollte mich nicht immer so schlecht darstellen. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, ich bin besser, als ich denke. Also, in manchen Spielen. Nicht in allen Spielen. Nur in wenigen Spielen. Alter! Oh, und jetzt kommen die Aliens noch dazu. Geil! Haben wir gleich beide Fraktionen vertreten. Ich finde die Aliens auch ehrlich gesagt wesentlich schwerer als die Outlaws. Und ich glaube, damit habe ich auch recht. Oh, shit. So, erstmal direkt die Drohne weggemacht. Alter. Fahr zur Hölle. Ich habe nämlich das Gefühl, die Alienschiffe... Die haben beträchtlich mehr Schilde, aber die sterben mit einer Rakete. Die Outlaw-Schiffe nicht. Die Outlaw-Schiffe brauchen 2 Raketen. Hm. Was jetzt besser ist? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach das Gefühl, die Aliens kämpfen ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ich finde die KI schon relativ herausfordernd, dafür, dass es halt echt immer noch Beta ist. Und dass es auch noch eine ganze Weile Beta sein wird. Oh, da habe ich was übersehen. Aber naja, ich glaube übrigens jetzt mittlerweile zu wissen, was der Endgegner in dem Game ist. Aber ich sag's mal noch nicht. Ich habe da nämlich gestern zufällig was gelesen, aber ich glaube tatsächlich, man muss bis Sektor 10 kommen. Wobei ich gar nicht weiß, ob der Sektor 10 überhaupt schon drin ist im Spiel. Es reicht gar nicht. Ich habe zu viele Raketen. Dann nehme ich die mal auseinander, komm. Kann ich mir später aus den restlichen Teilen neue bauen. Was haben wir jetzt hier? Scans the area. Das brauchen wir auf jeden Fall, die Scanning Probes. A drone that continuously recharges your shield and at a certain rate when close to your ship. Ich glaube, die Anti-Missile-Drone, die wir dabei haben, ich glaube, die tausche ich mal mit der Scanning Probe, weil Scanning Probes brauchen wir immer. Und verschrotte die mal. So. Gucke ich gerade mal. Ich habe doch gescannt, als ich hier reingekommen bin. Oder ja, habe ich. So, Container, Tech-Container. Ich glaube, ja, die sind wieder verteidigt von Terran-Fightern. Die haben da bestimmt auch wieder Dings. Die haben da bestimmt Geschütze. So, auf geht's. Drone. Oh, Alter. Hast reingeflogen. Drone Override brauchen wir nicht. Ist auch nur ein Consumable. Das hau ich weg. So, was haben wir hier? Terran Fighter. Ich glaube, ich muss echt mal ein bisschen mehr auf Risiko gehen. Ich sollte echt mal die Container von den Terrans auch auseinandernehmen. Aber es ist halt schon übel. Also, die können einen schon... Die werden einen auch schon sehr zerlegen. Vor allem jetzt im Anfang. Zumindest mich. Wie gesagt, ich habe mal versucht, gegen die zu kämpfen. Gegen 3 Schiffe von denen gleichzeitig. Und es war ein Desaster.
So, auch relativ früh tatsächlich in einem Run. Na komm, komm her. So. Es war auch tatsächlich relativ früh in einem Run und naja, ich weiß ja nicht. Was auch sehr, sehr krass ist, muss ich sagen. Man muss es sich mal vor Augen halten. Es ist halt ein bisschen wie ein Faster Than Light. So ein Run... Oh, ich muss mich da mal kurz durchschießen. So ein Run kann 10 Minuten dauern. So ein Run kann aber auch 3, 4, 5 Stunden dauern. Und das ist halt schon krass, vor allem, weil halt jeder Run unterschiedlich ist. Was halt einfach bedeutet, dass man das Spiel immer und immer und immer und immer wieder spielen kann. Später ja auch noch mit anderen Schiffen. Das ist schon geil. So, ich fliege mal hier ins Plasmafeld und sammle ein bisschen Plasma ein. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Plasma, schon krass. 21 Plasma, das ist halt richtig geil. So, ich fliege mal da oben zu dem Dings, zu dem Container. Ich habe aber das Gefühl, es müsste gleich das feindliche Schiff kommen. Das wir müssen uns ein bisschen ranhalten. So, nehmen wir mit. 414 Credits, okay. So, Mineable Gas nehme ich nochmal mit. Aus Gas können wir ja Scanning Probes herstellen. Das brauchen wir also immer tatsächlich. So, her damit. Alter, jetzt hängt es da wieder drin. Oder doch nicht. Okay. Ich habe echt so das Gefühl, die Dings greifen uns an, wenn ich jetzt hier irgendwas mache. Die Terraner. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal und schieße gleich mal die Container auf. Alter, warum bleibt es da immer drin hängen? Nice. So, das sind Terraner-Schiffe. Dann nehmen wir mal den Tech-Container hier. Oh. Oh, krass. Ah, ein Fusion. Ja, gut, Fusion Blaster brauche ich eigentlich nicht. Was ich bräuchte, wäre mal so ein Dings. Wäre mal ein... So ein Traktorstrahl. Wäre mal geil, wo man Objekte ranziehen kann. Vielleicht gibt es es ja auch noch. Ja, vielleicht gibt es es ja auch noch nicht. Das kann natürlich auch sein. So, Fusion Blaster ist scheiße. Den mag ich überhaupt nicht. Und die Terraner greifen uns nicht an. Finde ich gut. Hole ich mir mal noch die restlichen Nein. Oh, 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 scheiße, raus hier. Der Interceptor kommt, das Großkampfschiff. Das heißt, wir müssen dringend ins nächste System. Und da es im Moment ein bisschen länger dauert, mit dem Jumpen. Oh, scheiße, das hat schon aufgehört. Alter, 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 jetzt spring, 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 spring. Boah, krass. Ich weiß auch nicht, in was für einem Abstand der Interceptor zu uns rauskommt. Also es kann sein, dass er direkt vor uns dann spawnt. Was natürlich richtig mies wäre. Was zum... Ach, das ist ein Dings. Das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, tatsächlich. Können wir ja gleich mal machen. Huch, nein! Ah, ich hatte das falsche Device ausgewählt. Jetzt habe ich die... Scheiße, ach komm. Jetzt habe ich diese verschissene Drohne rausgehauen gerade, die meine Schilde wieder auffüllt. Das ist natürlich wow. Oh, wow. Wow, so much wow. So, die Terraner zerstören ja gerade die Outlaws. Da muss ich, glaube ich, gar nichts mehr machen. Dann fliege ich jetzt einfach mal direkt hier hin und guck mal. So, hier kann man nämlich sehr angenehm einfach reinfliegen. Da kann man sein Schiff reparieren. Hier kann man traden. Und was war das hier nochmal? Ach, Refuel Station, genau. Fuel kann man sich hier kaufen. Also wenn man hier so ein... Was? 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 Out of order? Warum? Ach, weil wir angegriffen werden. Ah. Man muss ja auch sehr vorsichtig sein, wenn man schießt, dass man unter keinen Umständen so einen Terraner trifft, weil sonst wären auch alle Terraner im System direkt feindselig. So, jetzt aber. Flieg mal kurz rein, ob die irgendwas Gutes zum Traden haben. Das würde mich jetzt echt interessieren. 20 Compounds gegen 46 Scrap. Wie viel Scrap habe ich denn? 67. 11 Gas gegen 306 Credits. Das mache ich mal. Scrap 600. Das ist mir eigentlich zu teuer. Nee, das machen wir mal nicht.
oder? Ah, doch, komm, wir machen's mal. Komm, scheiß drauf. One new item can be crafted. Was denn? Ah, ich kann Probes jetzt herstellen, okay. Ach, krass! Und was mir gerade gar nicht aufgefallen ist, wir haben ja gerade drin eine dritte Primary Weapon eingesammelt. Ich muss mit dem Spiel echt noch ein bisschen... Ich muss mich da echt noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Beam Laser, a powerful energy beam weapon that deals a constant high amount of both hull and shield damage. Krass. Krass. Beam Laser. Geil. Das ist natürlich geil. Ich glaube aber jetzt... Ja, Terrain Container, den mache ich jetzt mal nicht auf. Ich schnappe jetzt mal hier die Outlaws. Jetzt gucke ich mal, wie gut der Beam ist. Oha, hallo. Krass. Verbraucht zwar ganz schön Energie, aber ganz ehrlich, ist eigentlich geil. Man muss auch gut zielen, leider. Ja, er schaltet schon ein bisschen auf, der Beam, aber nur, wenn man wirklich das feindliche Schiff gut... Oh, Alter. Gut im Fadenkreuz hat. Aber krass, geile Waffe. Die muss ich mir echt mal merken. Beam Laser. So, Drone Override. Verschrotten wir. Zack. So, was haben wir noch? Scrap haben wir ein bisschen was. Was haben wir noch? Sind das Terrain Container? Ne, Tech Container. Geil. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwo Ressourcen liegen lassen. Ich sehe zumindest nur einen Haufen Ressourcen auf der Map. Mineable Ore. Ich hole mir erstmal kurz das Ore und dann hole ich mir die Container. Kann man damit auch? Jawohl. Sehr gut. Der verbraucht schon ordentlich Energie. Wobei ich gar nicht weiß, ob der jetzt wirklich mehr Energie verbraucht als eine andere Waffe. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es nur gefühlsmäßig. Na klar. Was? Was? Aber ich glaube, gegen die ist die Gatling dann doch besser. Ja, definitiv. Puh, das war knapp. Damit hatte ich jetzt gerade gar nicht gerechnet, dass die hier noch Geschütztürme haben. Aber naja, the more you know. Oh, Shock Rifle? Was? Nein, nein, nicht wegfliegen, nicht wegfliegen, nicht wegfliegen. Alter. Shock Rifle. Instantly emits a ray of energy that deals low shield and hull damage. Unlock this weapon's full potential by charging it before firing, which will significantly increase the damage dealt. Ah, das ist eine aufladbare Waffe. Boah, 4000 Range, Alter. Ich muss ja gerade kurz gucken. Ja, aber Maximum Hull Damage ist 45 und Maximum Shield Damage ist auch 45 pro Sekunde. Also es ist viel schlechter als der Pulse Laser, obwohl es hat halt eine doppelte Reichweite, aber... Mh. Aber Full Charge Damage Multiplier mal 13, das kann eigentlich nicht sein, oder? Boah, ich will die jetzt eigentlich nicht zurücklassen, muss ich sagen. Ich glaube, ich hau mal den Pulse Laser weg, oder? Ich meine, ist doch egal. Wir werden sowieso bald krepieren. Ach, ist doch egal, komm. Swap. Nehmen wir die Shock Rifle mit. Und ich verwurste mal den Pulse Laser. Scheiß drauf, hey. Jetzt guck ich mal, ist das die Shock Rifle? Huch, na! Ja, muss echt ein bisschen aufladen. Und jetzt? Ah, man muss loslassen, okay. Ah, okay. Oh, ich glaube, das könnte mir gefallen. Geil. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier noch das restliche Zeug rauskriege. Nanobots, na komm. Prozessor. Ich glaube, man kann auch irgendwie die Reichweite erhöhen, in der Items aufgehoben werden. Aber ich weiß nicht, wie. Ich glaube, das kann man sogar skillen. Müssen wir mal gucken, wenn wir das nächste Mal, wenn wir die nächste Runde anfangen. So, das ist ein Terrain Container, Terrain Fighter, okay. Huch. Und da ist noch ein Container.
der leer ist. Na, super. Da unten ist auch nochmal ein Container. Wo ist der denn? Da, ach, da zwischendrin, Alter. Oh, Alter! Sex Scrap, ja gut, okay. Dafür, dass wir jetzt schon so viel gefunden haben, darf ich mich eigentlich nicht beschweren. So, Nanobots, Scrap. Destroyed Targets, was für ein Target? Destroyed Targets, 0 von 1. Ach, der? Ist das das Target? Ah, NPC Wanted! Ach, krass. Wusste ich gar nicht. Wow, okay. Gar nicht schlecht. Das wusste ich ja gar nicht, dass es sowas gibt. Targets. Krass. Au. Alter. Scattergun. Ach du Scheiße. This weapon shot several low-range projectiles. Even more when charged to maximum. Because of its high spread, it is best used in close combat. Wow, wie viel Schaden das macht. Ich tausche nochmal gegen die Shock. Die Shock-Rifle, die finde ich irgendwie nicht so geil. Salvage die mal direkt. Und was haben wir hier noch? Fusion Blaster, den können wir direkt auseinandernehmen. Und da kommt das feindliche Schiff. Ich habe es doch gerade schon gehört. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und weg hier. Puh. Er ist echt schon ein ganz schöner Nervenkitzel, wenn der Antrieb gerade... Wenn der Antrieb gerade so unglaublich lange braucht, um sich aufzuladen. Naja, aber auf jeden Fall, ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann in Sektor 2 fliegen. Ich hoffe mal, das läuft ein... Ja, es läuft ein bisschen besser als das letzte Mal, aber wird schon irgendwie passen. Auf jeden Fall sind wir gerade auf einem ziemlich guten Weg, habe ich das Gefühl. Vor allem durch die ganzen Waffen, die wir mittlerweile gefunden haben. Also ist eigentlich schon ganz geil. Naja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.